Hallihallo, liebe YouTuber, heute bin ich mal alleine und ich habe die Kamera fixiert, aber ich kann immer schön sehen, was ich euch zeige und kann die Blüten auch immer toll in die Kamera halten. Und also heute mache ich einen Brautstrauß und einen Strauß, um für die Hochzeit den Glückwunsch auszusprechen. Das heißt, das sind jetzt zwei völlig verschiedene Sträuße, der eine kugelig, klein, kompakt und der andere, der soll natürlich richtig üppig sein und soll total, soll Volumen geben und richtig schön sein. Ja, und dann würde ich gleich mal loslegen mit dem Brautstrauß. Und dazu, Moment, ich muss gerade mal kurz die Kamera ein bisschen korrigieren. Sorry, dass ihr auch den Tisch seht. So, dazu lege ich die Blumen auf den Tisch vor mir, aber gar nicht so einfach, weil meine Kamera, ach super, jetzt ist schon besser. So, meine Kamera, die möchte sich natürlich nicht so biegen. Und es ist auch nicht so einfach, weil ich möchte ja auch im Bild sein. Gut, ich habe dazu mitgebracht Alstromerien. Das ist also eine Inka-Lilie. Ich halte es mal schön noch in die Kamera. Blüht wunderschön auf und ist also sehr, sehr schön, wenn das so im angeblühten Zustand ist. Hat so diese tolle Maserung in der Blüte. Dann habe ich eine sehr schöne, verträumte, weiß, ja, so eine weiß-roséfarbene Nelke. Ja, das ist auch eine ganz tolle Zeichnung. Finde ich auch ganz irre. Ja, so, dann ich öffne die Nelken extra so ein bisschen und ich bücke mich auch, dass du sowohl Blumen siehst, als auch mein Gesicht beim Erklären. Ja, die Nelken, die öffne ich so ein bisschen. Die sollen nämlich möglichst viel Wirkung bringen in diesen Brautstrauß. Die sollen ja morgen auch offen sein und nicht so knospig. Und die haben auch dafür eine ganz, ganz, ganz tolle Öffnung. Ja, und sehr schön ist einfach dieser weiße, dieser zarte Rand. Dann habe ich natürlich mitgebracht schöne Rosen. Wunderschöne Rosen. Der Brautstrauß soll in weiß, rosa, pink sein. Das ist der Kundenwunsch und ist rund gebunden, also nicht abfließend. Es gibt ja eigentlich kaum mehr abfließende Brautsträuße heutzutage. Die meisten sind wirklich rund gebunden. Ich mache bei den Rosen auch alle Blätter ab. Ich möchte die Blätter nicht in der Bindestelle haben und habe Rosen in verschiedenen Farben, wie man hier sieht. Und auch hier mache ich immer das Rosenlaub ab, dass ich das nicht im Strauß drin habe. Das sind so diese ganzen Vorbereitungen, die man immer machen muss. Und die Rose ist jetzt also einzeln, würde ich die so nicht in die Vase stellen. Aber für den Strauß, für den Brautstrauß ist es natürlich perfekt. Des Weiteren habe ich eine weiße Polyantha-Rose. Das ist eine sehr schöne verzweigte Rose. Die hat jetzt so ein kleines Problem. Ich hoffe, man sieht es auch in der Kamera. Die hat natürlich so verschiedene Höhen. Und das hier ist also relativ hoch. Ich möchte gar nicht, dass es so aus dem Brautstrauß raussteht. Und deswegen mache ich einfach einen so einen kleinen Seitentrieb ab und schneide die Rose so, dass ich die möglichst auf eine Länge habe. Ja, da habe ich also drei Stiele davon, von dieser weißen verzweigten Rose. Dann des Weiteren, so, ich stelle das jetzt mal so ein bisschen weiter hier hinter. Des Weiteren habe ich Nerinen. Nerinen ist also eine wunderschöne Blüte, haben unglaublich lange Stiele. Damit ich leichter arbeiten kann, schneide ich einfach gerade mal ein Stück ab. Nerine, hier sieht man, also das ist ein, ach, die ist so verträumt. Die ist, ich finde die herrlich, ganz toll. Ja, und deswegen nehme ich auch gleich von den Nerinen mal 5 Stück. Ich möchte gern viele Nerinen im Strauß haben, die also diesen charmanten Look in diesen Strauß reinbringen sollen. Des Weiteren weiße Rosen. Sehr schön mit diesen nach außen geklappten Blättern. Das ist die Rose White Naomi und die hat auch diese tollen nach außen geklappten Blätter. So, jetzt gucke ich noch gerade noch mal rund. Aber ich habe jetzt eigentlich alle Blüten, die ich gerne reinmachen wollte in diesen Strauß, habe ich vor mir auf dem Tisch liegen. Ich denke auch, ich habe genügend Blüten. Und das Besondere an einem Brautstrauß ist ja, dass der Brautstrauß wirklich mit Blüte an Blüte gebunden wird. Gebunden ist auch so, dass immer der Brautstrauß, auch beim Brautstrauß,
gilt wieder die Bindetechnik in der Spirale. Ich habe bei den Alstromerien einige Blätter und die stören mich sonst. Die mache ich, die zupfe ich einfach raus. Aber Vorsicht, wenn man da so feste dran zieht, ich knibbel die so mit dem Nagel, knips ich die so ab. Und wenn man da so fest dran zieht, dann dann kommt einfach die ganze Blüte mit. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und wie man hier sieht schon, beim Brautstrauß ist wirklich Blüte an Blüte ganz, ganz dicht. Ja, das ist eine sehr schöne pinkfarbene Freilandrose, die ich hier auch gefunden habe für diesen wunderschönen Brautstrauß. Und das Rosa, das ist fast wie so ein Bubblegum-Rosa. Ja, ist auch ganz, ganz irre. Ja, und es wird wirklich Kopf an Kopf, Blüte an Blüte, wird dieser Strauß gebunden. Es wird Kopf an Kopf gelegt. Allerdings versuche ich jetzt schon, eine runde Form zu erreichen. Man sieht es hier auch schon so ein bisschen, ja, dass ich eigentlich, mein Ziel ist wirklich, dass ich am Schluss eine wunderschöne Blütenkugel habe. Ja, und dafür, man muss auch gut festhalten vom Griff her. Das ist wieder so diese kleine Formel, nicht zu festhalten und nicht zu locker. Und ich muss auch tatsächlich manche Blüten dann einfach noch mal ein bisschen hochrücken, es kann auch sein, dass die mal abrutschen, gerade wenn ich so glatte Stiele habe wie bei den Nerinen. Die habe ich gerade wieder mal ein bisschen rausgeholt, ein bisschen rausgezogen. Ansonsten verschwinden die mir einfach und das ist ja sehr, sehr schade. Jede Blüte soll ihre Wirkung bekommen in dem Strauß und ich gucke auch auf die Verteilung natürlich, weil ich habe jetzt bewusst die Nelke wieder weggelegt, habe die Rose genommen, weil ich habe jetzt hier die pinkfarbenen Rosen, die sind sehr schön verteilt, von denen habe ich nicht so viele. Das heißt, ich muss die auch mit der schönsten Wirkung verteilen. Dann habe ich ja noch die weißen Rosen, die wollen auch mit dazu. Und die Alstromerien und die Nerinen, die sind immer so, wirken so spielerisch. Und wenn ich dann mehrere glatte oder geradere Köpfe wieder an einer Seite habe, dann kommt auch wieder um diesen spielerischen Effekt, wirklich verteilt im Strauß, um diesen spielerischen Effekt zu zeigen, kommt dann auch natürlich die Nerine seitlich wieder dazu. Ach, Nerinen sind herrlich, das ist eine traumhaft schöne Blüte, verwenden wir ganz, ganz oft in der Hochzeitsfloristik und macht auch in diesen gesteckten Kränzen, macht immer, immer einen ganz tollen Charakter. Ja, also ich habe hier schon ein schönes Kügelchen mittlerweile. Ja, ich komme so langsam in die Form. Ich hoffe, man sieht es auch gut in der Kamera, weil es ist tatsächlich wirklich eine andere Perspektive, ob ich diesen Strauß in der Hand halte und ob, wenn ich den von mir aus meiner Warte anschaue, ist das natürlich wieder eine andere Perspektive gegenüber der Kamera. Aber ich glaube, ja, ich glaube, man sieht das schon ganz gut, wenn ich das so sehe. Das ist schon jetzt ein, ja, der ist jetzt schon sehr festlich und sehr blumig und es wird auch kein, manche Bräute wollen ein bisschen grün, in dem Fall wird auch wirklich kein Grün dazwischen gebunden. Die Nelken würde ich nicht zu hoch setzen, dass die so schön füllen mit dieser schönen gezackten Oberfläche. Die haben fast einen ähnlichen Charakter wie Pfingstrosen, ja, die es ja dann leider nur im Frühjahr gibt. Und so viele Bräute wollen gern Pfingstrosen, aber wir können es nicht ändern. Es gibt sie nicht das ganze Jahr. Auch wenn das viele gerne hätten. Und das Schwierige ist natürlich daran jetzt, wenn man diesen Strauß so in der Hand dreht und wenn man Blüten anlegt, ist das Schwierige tatsächlich auch, das alles so gut in der Hand zu behalten, dass die Blumen nicht rutschen.
ja, nicht verrutschen. Es kann auch mal so ein Knöspchen von den Rosen, kann ruhig rausstehen, ja, kann ein bisschen überstehen. Also das macht ja diesen spielerischen Charakter. Und wenn ich das jetzt so angucke, und man muss es auch in der Hand immer mal ein bisschen drehen und anschauen, wenn ich das jetzt so angucke, gefällt mir das eigentlich schon ganz gut, das Ganze. Ich glaube, der ist jetzt auch schön rund. Und ich habe jetzt hier natürlich einen ganzen Haufen Stiele, die sind sehr, sehr lang. Und damit die mich nicht so stören bei der Arbeit, schneide ich einfach mal die Stiele ab. Dazu brauche ich wieder, wie immer, eine gute Gartenschere. Meine Lieblingsgartenscheren von Floristik24, die sind einfach mega. Da wird einfach der Stiel richtig, richtig gut abgeschnitten. Und man kann entweder, man nimmt Galax-Blätter oder man nimmt schöne, feste, ausgereifte Efeu-Blätter. Ja, kann die anlegen, so dass nur ein kleiner Rand unter dem Strauß spitzelt. Auch hier wieder alles schön festhalten, weil damit dieses Arrangement, das man so schön gebunden hat, damit es nicht in der Hand auseinanderfällt. Und dadurch, dass der Efeu nur ganz dezent spitzelt, macht er auch einen sehr, sehr schönen und sehr natürlichen Grünabschluss. Man kann auch, wenn einem die eine Spitze zu weit raussteht, dann nimmt man einfach mal eine Schere und macht es so ein bisschen rund, rundet es ein bisschen ab. Ja, dann kann man diese Spitze auch etwas mildern. Ja, das ist einfach Geschmackssache. Wichtig ist nur, wenn ich in diesen Strauß hier unten reinschaue, dann möchte ich auch gerne in einen schönen Abschluss reingucken. Und um dass der Abschluss noch schöner wird, legen wir immer Efeublätter, weil jetzt gucke ich immer die Unterseite von den Efeublättern an, weil das hat ja eine Vorderseite und eine Rückseite. Und damit ich nicht nur die Rückseite angucke, lege ich, so, kann man das jetzt sehen in der Kamera? Jawohl, lege ich nochmal Efeublätter gegen, bei denen ich jetzt auf die schöne Seite vom Efeu schauen kann. Das heißt, also ich lege in der Tat doppelt Efeublätter an. Ja, also einmal, um den Abschluss zu machen, und dann nochmal, damit ich in diese schönen Blätter von oben reinschauen kann. Wenn hier was absteht von dem Efeu, dann kann ich auch, Moment, ich bin sofort wieder da. Wenn hier was absteht, genau, hier bin ich schon, dann kann ich auch mal tackern. Ja, so kleine Hilfsmittel sind erlaubt. Das sieht man so gar nicht so. Und dann sitzt es wunderbar plan, weil ich möchte natürlich nicht, dass sowas wie hier, dass das absteht, das sieht blöd aus. Ja, also die Hochzeit ist morgen, und damit die Braut einen perfekten Brautstrauß hat, der auch von unten, wo alles richtig, richtig gut sitzt, habe ich so also ein kleines Hilfsmittel. Hier sieht man jetzt, also ein sehr schöner Abschluss. Von oben sieht man eigentlich kaum Blätter. Ja, man sieht wirklich nur an der Seite, sieht Spitzeln. Also es ist wirklich, der Brautstrauß ist jetzt fast eine Kugel geworden. Und das ist auch sehr, sehr, sehr edel. Das Erste ist, was ich jetzt mache, ich brauche Bindebast. Ich habe ja immer wieder gesagt in meinen Videos auch, wenn du bei Floristik24 bestellst, und da gibt es alle Floristikmaterialien, da gibt es Körbe, da gibt es, also da gibt es im Grunde Drähte, also die Drähte sind wunderschön, die leuchten, die sind ganz toll. Das ist echt mein absoluter Lieblingsversand. Und wenn du da den Code Margit beim Bestellen eingibst, da gibt es auch 10% Fanrabatt. Und und ich finde auch die Preise total fair. Ich habe einiges verglichen und habe immer wieder mal geguckt, aber ich finde, die sind wirklich super, die Preise. Und deswegen empfehle ich Floristik24 sehr, sehr gerne immer weiter, weil ich das einfach einen richtig, richtig guten Floristikversand finde. Ja, so, jetzt habe ich den Strauß auch schon einmal schön festgebunden. Ja, richtig fest. Weil der soll auch, wie immer, ist ja immer mein Test, ja, ich nehme es an einem Stiel, und der Strauß soll richtig fest, soll gut in der Hand liegen. So, ich gehe mal ein bisschen weg von der Kamera, sonst meint man, das wäre jetzt so ein Riesenstrauß, aber man sieht ja auch, jetzt, wenn ich jetzt hier die Braut wäre, tata, so hätte ich den vor mir, und so finde ich das auch immer ganz toll.
das iPad vergrößert immer optisch sehr. Jetzt sind natürlich die Stiele viel zu lang und man sagt als Faustformel, man soll ein Daumen unter der Hand, soll der Strauß etwa abgeschnitten werden. Das heißt also, es wäre etwa hier, ja, dass nochmal so ein Daumen unter der Hand ist. Was ich jetzt mache ist, ich fasse jetzt richtig, richtig fest, fasse ich die Stiele und ich möchte, dass die alle exakt gleich lang werden. Auch das gelingt mir natürlich nur, wenn ich jetzt richtig gutes Schneidewerkzeug habe. Und jetzt sieht man auch, die sind jetzt wirklich alle perfekt eine Länge. Und damit ist dieser Strauß, ja, damit ist dieser Brautstrauß schon fertig. Der nächste Teil, das mache ich aber erst morgen. Das ist dann, dass der Griff mit einem Band gewickelt wird. Ich hole trotzdem mal ein Band schnell. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin schon wieder zurück. Ja, also man braucht ein festes Band. Ich würde auch wirklich bei einem Band mal so einen Reißtest machen. Ja, immer mal richtig. Und das ist jetzt also richtig fest. Und ich versuche, schön, ich komme jetzt schon so schön zur Kamera. Ja, also wenn wir den Strauß wickeln mit dem Band, ja, das gehört natürlich zu jeder Hochzeit dazu, dann fange ich immer an, den Brautstrauß hier zu wickeln. Oben versuche über Kreuzungen zu bekommen und wickelt so, dass sich das Band leicht überlappt. Ja, man sieht ja hier auch, Moment, man sieht ja hier, dass sich es leicht um so eine Nuance überlappt und wickle das Ganze, bis ich, naja, fast, also manche wollen auch noch einen Zentimeter Stiele sehen. Die Stiele sind ja auch sehr schön. Das heißt, ich wickle das Band, bis das fast unten ist. Und dann wickle ich im Grunde genommen wieder nach oben zu meiner Bindestelle. Ich mache das immer alles, ich wickle bei allem sehr, sehr fest, weil ich habe einmal bei einer Hochzeit erlebt, wie dann dieses Band zu flattern begann und sich vom Brautstrauß gelöst hat und ich war auch noch Gast bei der Hochzeit. Ich habe gedacht, ich starb. Ich fand es ganz schlimm. Und ja, und jetzt wickle ich also. So, ich komme also immer wieder schön an die Kamera ran. Jetzt wickle ich so weit, bis ich meine Bindestelle nicht mehr sehe, also mein Bindebast. Dann schneide ich das Band. Ich nehme jetzt ein Stückchen mehr, weil ich muss das tatsächlich, ich nehme den über Nacht mit. Morgen bekommt der Kunde den, also normalerweise, ich schneide es jetzt ab, dann klappe ich das hier so ran und ich habe, Moment, das gibt es natürlich auch bei Floristik24, hier habe ich es hingelegt, gibt es so schöne Stecknadeln, Moment, hier, die haben diesen kleinen Perlkopf und weil die so lang sind, dass die auf der anderen Seite wieder rauskommen würden, mache ich den Abschluss, indem ich diese Nadel nach oben in den Strauß reinstecke. Ich habe das Band noch nicht abgeschnitten, weil ich das tatsächlich, muss ich das morgen mitnehmen. Und dann hat man also hier diesen schönen Abschluss, diesen edlen, mit dieser Perle, dass der Griff gewickelt ist. Ich zeige es nochmal ein bisschen von weitem. Ja, und das, jetzt ist der Brautstrauß also perfekt. Das ist doch super, oder? Ja. Also, das ist Teil 1, aber ist noch nicht ganz fertig, weil es gibt noch einen Glückwunschstrauß zur Hochzeit und der ist natürlich im Gegensatz zum Brautstrauß, der ist ganz anders gebunden, weil da wollen wir richtig Volumen bekommen und so, jetzt stelle ich den Brautstrauß, also ich habe gerade das Band nebenher noch wieder abgemacht, stelle den über Nacht schön tief ins Wasser und morgen wird dann dieses Band gewickelt. Das nehme ich mir jetzt also mit, mein schönes Band und diesen Perlstecker, das kann man so immer gebrauchen, das ist sehr dekorativ, da kann man auch ein Filzbändchen um den Topf mit einer Perle feststecken, da kann man also ganz tolle Sachen damit machen. Ich sage ja immer wieder, es gibt so Vorräte, die einfach total schön sind und diese Perlstecker ist auch was sehr Dekoratives, mit dem man immer was anfangen kann. Und so, von sowas kann man sich eigentlich immer mal eine Schachtel aufs Lager legen. Das ist klasse, wenn man das hat.
Das kann nicht schaden. Als nächstes binde ich einen wunderschönen, üppigen Blumenstrauß als Glückwunsch zur Hochzeit. Aber dieses Video gibt es nächste Woche Freitag. Da kommt nämlich dann Teil 2. Und die Blumen, die ich schon vorbereite, die siehst du hier. Aber mehr nächsten Freitag. Ich freue mich, wenn du wieder zuschaust. Alles Liebe und bis bald, deine Margit. Tschüss.